Briten gegen Amerikaner, hier gibt es Schiffe und Bunker und... Ne, Quatsch, wir sind auf der britischen Seite, das heißt, da sind so kleine Kolonnen mit Fahrzeugen, Panzerwagen, Flakwagen und ich glaube mittelschweren Panzern. Oh, was nimmst du für ein Loadout mit? 4x250er oder 2x250, 2x500? Wo guckt der aus? Ja, das ist hier so ein militärischer Ding. Wir haben schon seit mehreren Jahren gegeneinander geübt. Aber eigentlich, was ich mal ausprobieren möchte mit dem Timer, ob ich jetzt wieder die Schiffe anlasse. Ich glaube, das macht jetzt ziemlich krass, die Schiffe wieder. Endlich mal hier aufs Rollfeld lässt. Mhm. Ja. Ich glaube, ich gehe auch auf die Schiffe. Wo sollen die denn sein? Ich sehe nur blaue Schiffe. Direkt vor uns. Zerstörer 27 Kilometer weit. Dann muss ich wohl mal die Sicht skillen von meinen Jungs hier. Die Teile werden ja auch ohne Sicht angezeigt. Muss man die Augen machen. Aber lass nicht direkt drauf zufliegen, weil sonst fliegen wir den Amis direkt vor die Schnauze und da habe ich eigentlich keine Lust. Deswegen, ich werde die Schiffe angreifen, die irgendwo bei G8 rumkurven müssten. Also links. G8. Ja, das ist aber ziemlich weit weg. Ja, ich fliege nach außen rum, weil die Schiffe, die hier anfliegt, das ist der Streckbereich der Amerikaner. Ja, Pech haben, habt ihr da irgendeine P40, die steigt nicht so gut und die wird noch niedrig genug sein, um euch zu entdecken. Und dann hat ihr Spaß. Also gehe ich mal davon aus, dass wir auch so niedrig bleiben wie möglich. Zumindest für den Anflug, ja. Kann das sein, dass dieses Flugzeug in der Luft steht? Bisschen schnell. Dann werde ich mich jetzt mal an den Sepax ranhängen. Das ist ja mal geil, mein Pilot hat die Ärmel hochgekrempelt. Ist dem wohl zu warm? Ja, das sind die australischen Piloten. Cool. Meiner nicht. Verfrorener Brite. Hör auf, mich zuzuräuchern. Ah, so sieht das Ding also von innen aus. Wenn wir bei G8 ankommen, ist das Match schon zu Ende. Wollen wir eine Wette machen? Die Schiffe kommen uns ja auch entgegen. Aber wenn er muss sich total hirnamputiert anstellen, werden sie von den Spitfires abgefrühstückt. Aber ich verstehe nicht, wieso die Entfernung zu euch immer größer wird. Ich fliege stur geradeaus, ohne zu steigen, aber ihr seid irgendwie schneller. Hast du eine Notleistung dran? Nein. Ich schon. Ich mach die nur zwischendurch mal an. Ich mach's lieber nicht an, sonst fliege ich noch weiter davon. Also ich habe jetzt zu dir aufgeschlossen, weil ich ein Stück höher war als du. Da kommt eine A20G, oder auch nicht. Gibt Gas? Nee, mehr. Jetzt brennt mein Motor gleich. 205 Grad Celsius. Wenn er orange ist, ist noch alles okay.
Muss dir keine Sorgen machen. Wenn er rot wird, könntest du mal vom Gas gehen. Oh, die Zerstörer sind jetzt vor uns. Wie schnell fliegt ihr denn? 450. Wie viel? 460. Ich fliege 245 und schneller geht nicht. Das ist doch ein Premium-Flugzeug. Ich habe doch diese also Module drin. Ich fliege momentan 290. Hau die Notleistung rein. Habe ich an. Jetzt ist der Motor rot. Ja, dann machst du wieder aus. Oh, ich weiß, woran es gelegen hat. Lappen? Ich hätte nur Stadtklappen. Auch nicht schlecht. Oh ja. Guck mal auf unsere Rechte, da fliegt eine Menge rum. Ja, lass sie da fliegen. Ich kenne keinen von denen. Du wirst die kennenlernen wahrscheinlich. Aber die sind noch ein ganzes Stück von uns entfernt. Bis sie sich auf uns konzentrieren, da haben wir die Bomben dreimal abgeschmissen. Ja, und dann ist die Mission erfolgreich. Abwehrfeuer aller Todessterne bekommen. Von mir jetzt schon. Ach, die schießen auf die Bunker. Ich hätte jetzt gerne ein Torpedo. Oder auch zwei oder drei. Geht's los. Ich folge deinem Anflug. Du hast den Schiff aus. Ich nehme das erste direkt. Alle Bomben direkt drauf? Eigentlich müssten die 500 Dollar erstmal reichen. Bonaner zerstört, aber... Du bist selbst geflogen. Ich bin anscheinend zu schnell gewesen dann. Oder war es dich selbst gesprungen? Oh, Fluch! Bitte, bitte, bitte! Noch so ein Fail! Ach so, implizit, jetzt guck mal implizit zu. Wie er im Tiefflug auf den Zerstörer drauf hält. Super. Du hast da was verloren im Heat. Aber er kann sich noch einigermaßen in der Luft halten. Ich glaube, du hast dich selbst so gesprengt und ich hab... Und vom Zerstörer ab? Hä? Kann auch sein, dass deine Bomben, dass du auch schon zu tief warst mit den Bomben. Skull, da kommt ein 4F rein. Der Zerstörer hat ja den Oh fuck. Nicht voll getroffen haben. Skull, du auf Abfangkurs. Implik muss weg. Schön gemacht. Oh scheiße, was kommt da alles daher? H36, P36, P400. Die P400 hat eine 20mm Kanone und danach so die A20. Im Blick, die A20G fliegt dich an von links.
Implicit Zero Radio ist ziemlich windig, aber ich weiß nicht, du bist nicht beschädigt. Oh fuck, it unfair. Jawohl. Haha, ist er durch die durch. Setz dich nicht immer die A20. A36 ist es auf deiner 6 steigt. Nee, geht nicht hinter dir, ja. Fast! Ja, komm schon! Scheiß Dreck! Scheiß Hurricane, ey. Komm schon! So, mal gucken wir dem Skuldo eine Runde zu. Alter, die Hurricane, die ist so beschissen. Ja, aber Achtung. Die B36 kann ich nie austauschen. Ah. Und jetzt hast du sie. Schön. A20G auf deiner linken. Ja, ich und hab. Und eine A36. Ich bin hoffentlich schneller als die, ich habe fast keine Schüsse mehr. Und alles überhitzt, ja. Nein, die ist natürlich schneller. Die A36 ist schneller als du. Ja. Scheiße. Und dass dich jetzt auch noch eine A20 jagt, ist schon interessant. Die A36 kannst du aber gleich nicht gerade austauschen. Ist jetzt 900 Meter hinter dir. Ja, ich sehe es. Das war dumm. Ja. Eigentlich. Aber er war nicht schlau genug. Auf keinen Fall in einen Steilflug nach oben gehen, wenn jemand hinter dir sitzt. Oh, gut, jetzt habe ich hier keine Muni mehr. A20 unter dir. Sinken und weg. Richtung Basis. Die A36 beschäftigt sich gerade mit einer Spitfire, also kannst du abhauen. Gott sei Dank. Die Spitfire, die sinkt jetzt der A36 hinterher. Die A20 will dich noch, aber die ist langsamer als du. Gott sei Dank, ja. Ich verkacke es jetzt beim Landen. Hm. Niemals. Du Held der Lüfte. War hier an der Seite nicht auch irgendwo ein kleiner Flughafen? Scheiße. Ja. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da hinkomme, weil mein Wasser gerade überhitzt. So auf 70 oder so runter. Ja. Was heißt das für Noobs? Wieso überhitzt dein Wasser? Bist du nur in Öl und Wasser Not unterwegs oder was? Nee, ich habe noch einen besseren Spruch, einen TFD-Spruch. Wasser ist nur was für Segelschiffe. Hm. Entschuldigung. Matt? Schon mit. Wasser spielt auch selber. Weiter so! Ja, ich habe auch eine Ehefrau, mache ich auch nichts mit. Du hast Kinder. Das heißt ja nicht, dass die von mir sind. Also. Nein, meine Kinder sind schon ein bisschen älter. Die Kleine wird ja jetzt schon bald 2. Kannst du dir vorstellen, ne? 2 Jahre Ruhe jetzt. Ich habe letztens von einer Story gehört, da hat auch so ein Ehepaar Kinder bekommen. Also Kinder, ein Kind. Und das Kind war schwarz, aber beide Elternteile sind weiß. Ja, das kann passieren. Jetzt war da ein Riesen-Hack-Mack und dann hat sich, also kurz vor der Trennung standen sie da und alles, dann hat sich rausgestellt, dass eine Urgroßmutter der Mutter eine Schwarze war. Mhm. Und die Hautfarbe so einen Generationssprung in den Genen gemacht hat. Ja. Toll, ich fliege mit 100%, fühle aber trotzdem an Geschwindigkeit. Ich muss echt noch auf Notleistung gehen.
Warum verlierst du denn an Geschwindigkeit? Sogar in Notleistung für Lichtgeschwindigkeit, ey, fuck it. Alter, wenn ich jetzt kurz vom... Komm schon, oh Gott. Die Startklappen raus. Was ist denn kaputt bei dir? Alles, ja. Motor. Ach, der Motor ist Schrott. Was denn? Nach rechts? Willst du da nicht? Allen Renntuckern. Alter, das ist eh ausgefallen, der Motor. Oh fuck, ich muss nach oben halten. Ich glaub's nicht, der Propeller ist heile geblieben. Wie macht man das denn? Wow. Wow, das war jetzt knapp. Geil. Beim Landen Motor ausgefallen. War die episch. Wieso ist dein Propeller noch heile? Ich hab keine Ahnung. Britische Ingenieurskunst. Aber echt. Das ist jetzt hier ein 1 gegen 1. Du gegen einen Typen mit 4 Abschüssen. Ich hab 3, immerhin. Gleich hast du 4, dann ist unentschieden. Wie die Startklappen brauchst du dann da draußen machen. Hm, wieso nicht? Na gut, ich will weg für heute, ne? Macht's gut. Ronny, tschüssi. Jo, ciao. Es gibt in War Thunder kaum ein Flugzeug, was Startklappen benötigt, um hochzukommen. Nein. Wenn sie schon mal da sind, dann nehmen sie, ja? You speak of the English? Der ist links von dir. In der Nähe von A wirft am besten deine Bomben auf den. Jo. Weg damit! Erst wenn ich mich sehe. Hm? Wir sehen das schon, der ist links, der unter der Bucht. Ach, jetzt sehe ich ihn auch, jetzt sehe ich ihn, ja. Ach, das ist irgendwie so ein A20, das ist ziemlich groß, glaube ich. Ich weiß auch nicht, was das ist. Das ist aber ziemlich schnell. A20. Ja, greif den, wenn du kannst, seitlich an. Stell dich nicht hinter ihm. Wenn du hinter ihm landest und versuch unter ihm zu bleiben, dann hat er noch einen MG. Ja. Dann werde ich jetzt, dann will ich in seine Headgun reinlotsen. Wenn du ihn angreifen musst, dann versuch ihn strack von oben anzugreifen. Ja. Wo ist er hin? Ich sehe ihn nicht mehr. Er ist immer noch unter ihm, vor ihm. Jetzt zieht er nach rechts. Jetzt dreht er um. Kein Herder mit ihm, der hat 450 Kals in der Nase. Ja. Warte, der greift die Schiffe an. Vielleicht haben wir ja Glück und die Schiffe zerlegen ihn schon. Wenn du ihn angegriffen hast und er ist nicht tot, dann versuch seitlich von ihm unten wegzuziehen, dann kann dich der Turm nicht erfassen. Ja. Weiter so, Alter, dann ist der Weg runter!
Reduktion. Oh, scheiße. Hast du ihn getroffen? Nee. Aber der Hurricane fliegen ist es echt schwierig. Ich flitze mal schnell in die Küche. Ihr könnt aber schon wieder starten, wenn ihr fertig seid, ne? Ja, ja. Drück dir die Daumen, du machst das. Lass dir Zeit. Dass sie ihn halt überhaupt nicht trifft, ist echt gar nicht. Noch ein klein bisschen mehr und der Sieg gehört uns! Ja, du ziehst zu kurz, du musst weiter vorhalten. Beim Zielen, was ungefähr eine Hilfe ist, stell dir einfach vor, du willst das Gegnerflugzeug rammen. Wenn du dich ungefähr dann auf den Kurs begibst, dass du eben rammen würdest, dann wirst du ihn noch treffen. Hm, okay. Ich bin nochmal kurz AFK. Ja. Immer wenn er von den Schiffen wegfliegt, setzt er sich kurz ans MG und feuert auf dich. Ja. Oh, schlecht, 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 ja. Schlecht, sehr schlecht. Alter, ich muss gleich wieder zurückfliegen und nachladen, ey. Das sind die 4200 Schuss echt gleich weg. Ich hab's nicht drauf. Na. Das hat er dich. Ja. Die 7 mm machen halt überhaupt keinen Schaden.